Ich empöre mich! Oh, geil, geil. Ah, oh. Oh, jetzt gehöre ich dazu. Ach, oh, danke. In 2 Minuten nochmal. Schau mal über Tellerrand, ist mehr als nur ein grauer Kloß. Hast du Kopf und Herz und abonniert für dich an den Ganzstoß. Kann keine Videos machen, ich muss mich empören. Oh, da hat jemand eine Handgranate auf ein Flüchtlingsheim geworfen. Hier, das, Fremdenfeindlichkeit, Leute, Fremdenfeindlichkeit. Direkt twittern. Wir empören uns jetzt alle gemeinsam. Alle machen mit. Gibt schon einen Hashtag? Empörung ist geil. Es ist Empathie pur. Es ist die Emotion, die sich neben Humor und Betroffenheit am leichtesten reproduzieren lässt. Ein Großteil des Umsatzes vieler Zeitungen basiert darauf, ach was, ganze politische Bewegung, die AfD, basiert auf Empörung. Hey du, ein Ausländer hat eine deutsche Frau vergewaltigt. Oh, Islam, Refugees, wir haben es ja immer gesagt, aber auf uns wollte ja niemand hören. Empörung ist ja oft eigentlich was Gutes. Es ist in einer offenen Gesellschaft ein Recht. Eigentlich, es ist eine Pflicht, weil sie uns davor bewahrt, alles einfach hinzunehmen. Aber sie ist so leicht zu erzeugen, gerade weil man sich ja empören will. Es gehört zur politischen Identität. Ich bin, wer ich bin, weil ich mich über die Dinge empöre, über die ich mich empöre. Hey du, es gab eine Vergewaltigung. Oh, der Islam, die Ausländer, wir haben es ja gesagt. Oder warum war, als kürzlich jemand ein Kino angriff, im Internet erstmal die Religion des Täters das Thema, über das diverse Leute spekuliert haben? Weil es gerade der politische Diskurs ist. Refugees, muslimisches Frauenbild. Der Vergewaltiger war ein Deutscher. Diese Schlampe hat sich das bestimmt ausgedacht. Die wollte sich bestimmt nur an ihren Ex rächen. Falschbeschuldigung. Oh. Ich empöre mich selbst zu Genüge. Kennt ihr von meinen Social Media? Aber ich warte wenigstens, bis die Sachlage komplett klar ist. Oh, die Granate vom Anfang, die kam von einem konkurrierenden Sicherheitsdienst und hatte mit den Flüchtlingen und Fremdenfeindlichkeit so gar nichts zu tun. Haha! Es gibt Wichtigeres. Also, wer sich jetzt mit sowas befassen muss, Also ich gehe zu World Wide Wohnzimmer und mache eine Top 5 über YouTuber. Die sind wichtig. Da kannst du nämlich mal... abonniert mich, ich bin wichtig. Das ist doch der Typ, der da mal was hier gegen Bibi gesagt hat. Schmack, Bibi. Die duftet so gut. Ja. Sorry.